du wirklich den Rest deines Lebens hier verbringen? Nein, das weißt du doch. Dann ist das unser einziger Ausweg. Bist du sicher, dass du das willst? Nochmal, du bist hier nicht willkommen. Du bist nirgends willkommen. Und jetzt verpiss dich aus meiner Bar. Gib mir noch einen Drink, dann bin ich weg. Hi, Schnuckelchen. Du musst mit mir mitkommen. Sofort. Hör mal, Lady. Kein Interesse. Okay, die Uhr macht Tick-Tick. Also, hopp, lass uns gehen. Hoppigalappi. Oh, oh. Hey. Oh, du kriegst die Krallen nicht mehr hoch. Kommt vor bei Wolverines über 40. Das willst du nicht. Wenn du nicht durch deine scheiß Stirn atmen willst, solltest du nochmal drüber nachdenken. Ich bin dabei, alles zu verlieren, was mir je wichtig war. Nicht mein scheiß Problem. Hast du das auch gesagt, als deine Welt am Abkacken war? Wie bitte? Dieser Wolverine hat seine ganze Welt im Stich gelassen. Willst du drüber reden, was bei dir los ist? Oder warten wir auf einen Rückblick später im Film? Ah, fick dich einfach. Ich weiß echt gar nichts übers Weltretten. Aber du weißt, wie das geht. Glaub mir, Kleiner, ich bin kein Held. Du warst ein X-Man. Du warst der X-Man. Jetzt bin ich so richtig feucht. Jungs sind so albern. Na bitte, geht doch! Das ist Slow-Motion-Action-Szene! Wer weiß, ob du es überlebst? Scheiße, hauen wir rein! Scheiße, hauen wir rein! Willst du ein bisschen koksen? Hey, Kokain ist das Einzige, was laut Feige zu weit geht. Was ist mit bolivianischem Marschierpulver? Die kennen alle Slangbegriffe, die haben eine Liste. Auch weißes Gold? Auch Disco-Staub. Was ist mit Promi-Puder? Sogar Nose Candy. Willst du einen Schneemann bauen? Ja, aber ich kann nicht. Ihr solltet wissen, dass ich eine wirklich dunkle und unberechenbare Seite an mir habe. Hör auf zu quatschen. Ich gebe dir hier eine Chance, Herzchen. Sag Bescheid. Bescheid. Ah!
ist so... Wir sind Venom! Wir sind... Venom! Nein! Oh. Ja, wir sind Venom. Daran müssen wir noch arbeiten. Köstlich! Du bringst mich immer an die schönsten Orte! Ich brauche meine Auszeit. Wir wussten immer, dass es nicht sein kann. Dass wir allein im Universum sind. Und wir müssen dafür sorgen, dass es ein Geheimnis bleibt. Schnappen wir ihn uns. Oh, Kacke! Wir sind Flüchtige. Auf der Flucht, in der Scheiße. Wir leben den Traum, mein Freund. Echt jetzt? Nein! Eddie Brock! Mrs. Chen! Hallo! Die sind nicht ohne Grund hinter uns her. Eddie, mein Zuhause, hat uns aufgespürt. Ach du Scheiße! Und eine Armee, die kann nicht besiegt werden. Solange Venom lebt, findet jeder einfach alles ein Ende. Diesmal kommen wir vielleicht nicht mit dem Leben davon, Kumpel. Eddie, es ist soweit. Jetzt mal ganz ehrlich. Wie schnell kannst du den Bock auf Touren bringen? Ohne ihn zu töten. Finden wir es raus! Unserer Vorfahren zu neuen Ufern aufzubrechen und unser Volk über den Ozean hinweg wieder zu vereinen. Maui? Oh, ein Snack. Oh. Ein Snack-Upgrade. Eier und Speck? Wo war das Schwein auf der letzten Reise? Ich bin unaufhaltbar! Sie! Kommen Sie zurück! Aufmachen! Halt
so schön, Gentlemen. Ich wurde aus dem Ruhestand zurückbeordert zwecks der Ergreifung von Maxime Lemar. Was denn jetzt? Der Tank ist fast leer. Also irgendwas ist immer. Dann darf ich mich nicht einmal aufs Böse sein konzentrieren. Einmal! Karte einführen und zügig entfernen. Karte nicht gelesen? Komm schon! Hast du sie zügig entfernt? Ja, ja, ich habe sie sehr zügig entfernt. Ah! Einige von euch mögen sich fragen, wieso ihr hier seid. Wir suchen Freiwillige. Gute Arbeit, Gentlemen. Ihr testet als allererste unser Super Serum. Es verwandelt euch in absolute Elite-Agenten. Oder ihr werdet einfach explodieren. Ladies und Gentlemen, unsere neue Geheimwaffe, die Mega Minions! Bitte schön, Brittany. Ich kann doch nicht einfach sagen, dass ich Brittany heiße. Das wäre nämlich eine Lüge. Nimm dir doch mal ein Beispiel an deiner Schwester Edith. Die lügt von morgens bis abends. Tue ich gar nicht. Da, das war schon wieder gelogen. Meisterhaft gelogen, muss ich sagen. Katzen dürfen hier nicht rein. Ist eine Assistenzkatze. Jemand gesagt, wenn ich Hilfe brauche, soll ich sie anrufen. Es gäbe nur einen Mann, der kann, was sie können. Ich wusste nicht, dass Leute wie sie existieren. Tun sie auch nicht. Niemand kann, was ich kann. Wer sind Sie? Ich kümmere mich um Ihr Problem. Wer hat Sie angerufen? Offensichtlich ein Problem. Und wir sind zu dem Schluss gekommen, dass Sie beide zusammenarbeiten müssen. Nein, ich arbeite so nicht. Ich arbeite so nicht. Scheiße. Oh, Scheiße.
Das ist jetzt eine völlig neue Lage. Das wird eine lange Nacht. Wo hast du die Drogen her? Ich weiß nicht, was Sie meinen. Wo hast du die Drogen her? Rede! Es ist eine Technik, die dir vielleicht nicht geläufig ist. Wie, immer wieder dasselbe sagen? Bin gespannt auf deine Technik. Ich habe dir meinen Gepäckwagentrick gezeigt. Gib's zu. Er ist cool. Na gut, ja, er ist cool. Wo hast du die Drogen her? Wie lange arbeitet ihr schon zusammen? Ihr habt fast die gleichen Klamotten an, redet ähnlich. Also? Ihr seid praktisch eine Person. Wir sind keine Partner. Es gibt Leute, die, wenn sie vermuten würden, dass ich weiß, was er weiß. Und ich weiß, was er weiß. Die würden uns sofort umbringen lassen. Was? Schnappt ihn euch! Das heißt, ihr seid Geheimpartner. Wir sind keine Geheimpartner. Großer Gott. Lass mich in Ruhe, ihr Tiere! Na los, Jungs, es ist Showtime. Raus aus den Federn. Hey, Fleck, hast du heute einen Witz für uns? Wir benutzen Musik, um vollkommen zu werden. Um unsere gebrochenen Seelen auszugleichen. Ich bin ein Niemand. Ich habe nichts aus meinem Leben gemacht, anders als du. Was hat sich geändert, Arthur? Ich sag Ihnen, was sich geändert hat. Ich bin nicht mehr allein. Das ist es, worüber wir reden sollten. Ich will dein wahres Ich sehen. Nach einem Motorradclub zu gründen. Wieso? Da macht man doch nichts weiter als rumzuhocken und über Motorräder zu quatschen. Das machen wir doch auch. Wir gehören sonst nirgendwo dazu, also gehören wir eben zusammen. Ich habe gehört, du hast dir das Sagen. Ich bin Johnny. Wir sind die Vandals. Ich bin Benny. Ich mag euch, Jungs. Deine Freunde kriegen wohl Ärger. Was hast du dir da vorhin gedacht? Gar nichts. Die Typen haben mich blöd angemacht. Was muss ich da noch groß nachdenken? Ja, du und ich, Kleiner. Johnny hat Benny immer geliebt. Das ist unsere Familie. Für immer. Hey! Ich sagte, zieh die Kutte aus. Bevor ich die ausziehe, müsst ihr mich schon umbringen. Ich will hier keine Schwierigkeiten. Dann kannst du abhauen. Was ist mit der Bar? Fackel sie ab.
Wir müssen hier weg. Nein, müssen wir nicht. Die haben Schiss vor uns. Diese jungen Kerle, die werden ganz sicher niemandem folgen, der sich nicht behaupten kann. Der Club verändert sich. Drogenhandel, Glücksspiel. Das sind wir jetzt. Du kannst ihn nicht haben, er gehört mir. Wenn er weiter Motorrad fährt, geht er früher oder später drauf. Ich brauch dich. Manche würden lieber aus der Kurve fliegen. Statt zu bremsen. Es tut mir leid, was passiert ist. Die Einstufung eines Tornados beruht nicht auf Größe oder Geschwindigkeit. Ich hab nicht Zeit! Sondern auf dem Schaden. Was er zerstört, was er uns nimmt. Kate, die Wetterextreme nehmen immer mehr zu. Ich möchte den Menschen helfen. Und mit dir komme ich nah genug an einen Tornado ran, um das zu tun. Ich jage keine Stürme mehr. Ohne dich schaffe ich das nicht. Das ist Tyler Owens. Nennt sich selbst Tornado Wrangler. Oh, yeah! Wir brauchen kein Studium oder fancy Gadgets, um zu tun, was wir tun. Ist das ein Feuerwerk? Ja, yeah, man. Er hat sie nicht alle. Die absolut beispiellose Tornadowelle setzt sich fort. Du hast einen ziemlich guten Ruf, City Girl. Ihr dachtet, ihr könnt einen Tornado vernichten. Theoretisch. Aber ich hatte keine Chance, nah genug ranzukommen. Willst du eine? Das sind Zwillinge! Zwillinge! Sie verbinden sich. Wenn wir das schaffen, könnten wir tausende Leben retten. Du stellst dich nicht deinen Ängsten. Du beherrschst sie. Die Hitze lässt ihn wachsen. So etwas schon mal gesehen? Noch nie. Unfassbar, dass Grandpa tot ist. Der Tod ist hart. Ja, manchmal denke ich, das Leben ist härter. Als ich ein Teenager war, terrorisierte ein hinterlistiger Dämon meine gesamte Familie und wollte mich zwingen, ihn zu heiraten. Ich dachte, er sei für immer verschwunden, bis du das auf dem Dachboden gefunden hast. Igitt, wer ist Beetlejuice? Sag nie wieder diesen Namen! Beetlejuice. Nein, Astrid, ich mein's ernst! Wenn du seinen Namen dreimal sagst, wird er kommen. Beetlejuice. Der Juice dreht frei. Ich werde dich ja so glücklich machen. Die Lebenden. Die Toten. Können sie koexistieren? Das gilt es hier herauszufinden. Wo ist Beetlejuice? Wo ist Beetlejuice? Beetlejuice!
spreche euch alles von der Seele. Hab keine Angst. Du bist eine Ausgeburt meiner Fantasie. Ach echt? Ist das auch eine Ausgeburt deiner Fantasie? Deine glanzvolle und zugleich kaputte Erscheinung. Du bist wie geschaffen für mich. Genau wie du für mich. Was war das Schlimmste, das du je getan hast? Ich habe Dinge gesehen, die ich niemals hätte sehen dürfen. Eric! Sherry! Sherry! Ich bitte tu das nicht! Wenn jemand stirbt, trägt eine Krähe dessen Seele in das Land der Toten. Aber manchmal geschieht etwas so Grausames, dass die Seele keinen Frieden findet. Bis man die Dinge wieder ins Lot bringt. Man gab dir die Macht eines Gottes. Aber dir bleibt nicht mehr viel Zeit, um sie zu retten. Ich werde jeden einzelnen von ihnen töten. Ich habe dich getötet. Ja, hast du. Wir haben ein Problem. Er ist uns auf den Fersen. Der erste Impuls. Zorn. Es ist kein Zorn. Es ist Liebe. Was ist nur aus dir geworden? Du weißt, dass Liebe nur Schmerz verursacht. Du hast keine Ahnung, was für eine Hölle dich erwartet. Doch, das weiß ich. Wie viele Menschen hast du jemals geliebt? Von uns allen hier unten von Mission Control, willkommen im Weltraum. Die Russen klopfen immer dreimal. Ich denke, es ist nur Aberglaube. Willkommen! Down to Gonkey Park, listening to the wind of change. Ja, ich habe Fotos gesehen, aber das ist... Wir reden nicht über Politik, hier sind wir eins. Hey, Leute. Augenblick, was? Was? Zum Teufel ist da unten los? Oh. Wir müssen aus der Kuppel raus. Sofort, Leute. Oh. Raus hier. Sofort. Oh mein Gott. Имею ли я ваш МКС? Houston, können Sie mich hören? Da unten ist ein Krieg ausgebrochen. Und wir sollen die Kontrolle über die ISS übernehmen. Und das mit allen nötigen Mitteln. Wenn wir den Befehl von unserer Regierung bekommen, die Kontrolle zu übernehmen. Was schlägst du vor, was wir tun? Die Russen haben den gleichen Befehl bekommen. Und haben zuerst zugeschlagen. Zugeschlagen? Wir sind eine hochentwickelte Spezies. Hier ist Freude, live für euch in Rileys Kopf. Applaus, Applaus! Yay. Und hier ist Kummer! Hier kommt Wut! Ich mach das!
Leute, wir brauchen unseren Zahnschutz. Angst! Nein, nein, das ist nicht unserer! Ekel, gut, dass du in unserem Team bist. Unser kleines Mädchen wird so schnell erwachsen. Sorry. Das läuft alles ganz easy. Hallo? Ich bin Zweifel. Wo soll mein Zeug hin? Eine neue Emotion. Oh, tut mir leid. Wir wollten echt einen guten ersten Eindruck machen. Was meinst du mit wir? Ich bin Neid. Oh, du hast so schöne Haare. Oh, nee, vergiss es. Das ist Ennui. Und was? Das bedeutet so viel wie null Bock. Wer bist du denn, mein Großer? Das ist peinlich. Willkommen in der Kommandozentrale, peinlich. Oh, ach so, wir machen ein, nein, oh, nein, ein Hi. Oh, ganz schönes Schwitzehändchen, Kumpel. Wir haben alle unsere Aufgaben. Ich plane für die Zukunft. Willst du dich zu uns setzen? Die sind alle so cool. Wir dürfen nicht zeigen, wie aufgeregt wir sind. Ich mach das. Freude, nur mal so, vielleicht könnte ich... Danke, jetzt nicht. Yeah, yeah. Das wird uns so gar nicht den Rest unseres Lebens verfolgen. Ich weiß, Veränderung macht einem Angst. Legen wir los. Hey, Riley. Aber ohne neue Freundin sind wir auf der Highschool ganz allein. Weg mit dem Alten, her mit dem Neuen. Rileys Leben braucht jetzt ambitioniertere Emotionen als euch. Hey, heißt das jetzt? Geht's ans Eingemachte? Wir sind unterdrückte Emotionen. Operation Neue Riley beginnt. Kommt mit. Riley braucht uns. Lag ich denn jemals falsch? Mehrmals. Du hast noch nicht gepackt? Riley, was ist los? Ich bin zu eklig, um ins Camp zu gehen oder jemals wieder irgendwo hin. Tja, ein kleiner Ausblick auf die nächsten 10 Jahre. Ich hoffe, wir träumen gerade. Kann mich mal jemand kneifen? Au! Definitiv wach. Hey, Joe. Abend, Cole. Miss, Sie stehen in Flammen. Wie originell. Nein, ich will mich nicht mit Ihnen hinwerfen und auf dem Boden rumrollen. Nein, Ihr Buch steht in Flammen. Okay. Oh mein Gott. Alkohol und Flammen, die mögen sich. Cole Davis. Kelly Jones. Die öffentliche Unterstützung der Mondmission ist auf dem Tiefpunkt. Jeden Tag geht hier irgendwas kaputt. Wir sind tot, schon wieder. Oder fliegt in die Luft. Das Weltraumprogramm ist ein aufgeblasener Schlamassel. Die NASA braucht einen Marketing-Spezialisten und Sie sind einfach die Beste. Entschuldigung, was machen Sie denn hier? Ich dachte, da war was zwischen uns, also habe ich Sie gesucht. Was? Das war ein Witz. Ich arbeite jetzt hier. Wir verkaufen den Mond. Die NASA ist nichts, was man mit einem Liedchen und einem Slogan verkauft. Wenn ich fertig bin, werden diese Männer berühmter als die Beatles sein. Wer ist das? Für mich ist das was Persönliches. Er hat meinen Namen. Sie haben gesagt, Ihre Leute geben keine Interviews, also musste ich andere engagieren. Ich bin zum Casting hier. Wer ist das? Sie sind eine reizvolle Rolle. 60 Kampfeinsätze in Korea. Es waren 52 Einsätze in Korea. Es waren 52 Einsätze in Korea. Wie war das? Was? Die ganze Welt wird zusehen. Wir können es uns nicht leisten, gegen die Russen zu verlieren. Wir müssen eine Alternativversion der Mondlandung drehen. Sie wollen es vortäuschen? Kein Mensch darf erfahren, was wir hier tun. Das kann ich nicht akzeptieren. Die erschießen dich. Wie hoch ist mein Budget? Oh, Mann! Ich weiß viel mehr über den Mond als über Sie. Gib mir Go, No-Go für den Launch. Wenn du diese Mission vortäuschst, werden alle Opfer, die wir gebracht haben, umsonst gewesen sein. Du weißt, ohne mich wäre es nie zu diesem Tag gekommen. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und... Mein Armstrong ist eine weinerliche Pussy. Wir müssen umbesetzen. Hätten wir nur Kubrick geholt. Bist du mit dem Begriff Evolution vertraut? Zu ihrer Zeit waren Menschen zu vielen großen Dingen fähig. Noah! Sie konnten fliegen wie Adler und über Ozeane hinweg sprechen.
Aber jetzt ist unsere Zeit gekommen. Und dies ist mein Königreich. Wir werden lernen. Waffen werden lernen. Ich werde lernen. Und ich werde erobern. Los! Der Legende nach haben Affen und Menschen Seite an Seite gelebt. So unvorstellbar das auch ist. Wieso jagt man sie? Sie ist klüger als die meisten. Die Ältesten haben uns über diese Welt nicht alles erzählt. Verneig dich vor deinem König. Affen jagen Menschen. Das ist falsch. Zusammen werdet ihr sterben. Nein, zusammen stark. Mein Sohn, Sie sind die Beute. Wir sind die Raubtiere. Jungs, eure Mutter ist tot. Sie starb, weil du sie weggeschickt hast. Sie war schwach. Macht erwächst aus Stärke. Zeigst du Schwäche, bist du unseren Feinden ausgeliefert. Schießen, schießen. Seine Mutter. Lass ihn liegen. Was geschah an jenem Tag? Ich blickte dem Tod ins Auge. Und zum ersten Mal sah ich mein wahres Ich. Erzähl mir von diesem Jäger. Es heißt, er nutzt eine Verbindung zu Tieren, um seine Beute aufzuspüren. Stehst du auf seiner Liste? Gibt's nur einen Weg runter. Wir sind zu sechst und du bist allein. Noch seid ihr zu sechst. Warum jagst du? Mein Vater bringt Böses in die Welt. Ich entferne es. Du bist genau wie unser Vater. Nur ein weiterer Mann auf der Jagd nach einer Trophäe. Wir sind Mörder. Hat er uns das nicht gelehrt? Mr. Taglin? Wo ist Mr. Taglin? Oh, du stehst in ihm. Du bist ein gottverdammter Irrer. Oh, das ist dir jetzt erst aufgefallen? In jedem von uns steckt ein Tier. Warum glaubst du, nennt man mich wohl Rhino? Eine Leiter! Unglücklicherweise ist meine Baureihe für eine solch vertikale Konstruktion. Ah! Ja, schön. Unser Schicksal wartet. Einer Legende nach gibt's da diesen gewaltigen Schatz, der versteckt in irgendeiner geheimen Kammer schlummert. Wenn man sich auf die Suche danach macht, holt man sich besser jede Hilfe, die man kriegen kann. Weil das die mit Abstand durchgeknallteste, brandgefährlichste, abgewrackteste Welt im Universum ist. Gott, ich hasse diesen Planeten. Was müffelt denn hier so? Piss Wash Gully. Igitt. Fenster hoch! Ich will aber nicht! Kurbel das Fenster hoch! Hier, lass ich mir gar nicht. Ist besser.
Scheiße! Warum heißt es wohl Pisswash? Steckt doch schon im Namen! Ich hab volle Mund! Weißt du eigentlich, wie viele Leute draufgegangen sind? Bei der Suche nach dieser Kammer? Wir haben was, das denen fehlt, Schnuckelchen. Okay. Und was? Massive Probleme. Gleich regnet's hier. Deine Körperteile. Was habe ich dir gesagt? Minimale Explosion. Sagte null Explosion. Flug, ihr Vögel! Meine ist viel größer. Was soll das? Ich brauche deine Waffe. Kannst mich auch einfach fragen. Sowas wie dich gibt es nur einmal. Du bist was Besonderes. Oh oh. Leg sie alle um. Bei dem schief. Ich entsorge überflüssiges Blei. Ich kann es nicht ausdrücken, wenn ihr mich so anlasst. Ihre Puppe. Ich hab das. Ich krieg den Griff. Was für Zonen. Warten wir echt, bis das ein Ende nimmt? Ja, Gott, ruhig weiter. Oh. Das ist er. Du denkst, du schaffst es. Mach die Augen auf und sieh dir genau an, was um dich herum läuft. Wir sind vielleicht alle in Gefahr. Hi. Ich liebe dich. Das ist keine Liebe. Sie hat gewollt, dass ich sie ficke. In meiner Uniform. Dann hat sie mich geschlagen. So richtig. Um ehrlich zu sein. Sag es. Wir haben es natürlich nicht getan. Gefickt. Ist man von Geburt an böse? Oder bekommt man das Böse erst eingeflößt? Du bist grün. Das stimmt. Willkommen, Neuzugänge an der Universität Gliss. Miss Elphaba. Sie teilen sich ein Zimmer mit Miss Galinda. Popular. I know about popular. Oh, ich hab dir da etwas Platz gelassen. Findest du das wirklich fair? Ganz und gar nicht. Mir wurde eine Privatsuite versprochen. Aber danke, dass du fragst. Bitte, alle auf ihre Plätze. Echte Zauberer, die über wahre Magie verfügen, sind im Ost von heute allzu selten geworden. Wahrlich bemerkenswert. Du hast das alles bewirkt. Wie hast du das gemacht? Ich weiß es nicht, ich wusste es nie. Sie? Ach. Kommen Sie mit. Natürlich. Nicht Sie. Sie. Sie sind die eine, auf die der Zauberer gewartet hat. Galinda? Wie geht's? Ich weiß, von meiner Großmutter. Ich würde ihn verschenken, aber so sehr hasse ich niemanden. Hey. Komm doch auch heute Abend. Und erzähl mir nicht, du hättest nichts zum Anziehen. Du kannst nämlich den hier tragen. Something has changed within me. Was andere denken, schert sie einen Dreck. Something is not the same. Da irrst du dich. In Wahrheit tut sie nur so. Der wundervolle Zauberer von Oz beordert sie in die Smaragdstadt. Komm mit mir!
Was? Zum Zauberer? Auf keinen Fall, das ist dein Moment. Ich komme ja schon. Ich bin Oz, der Große und Schreckliche. Etwas Schlimmes geht in Oz vor. Um Zusammenhalt im Volk zu erzeugen, benötigt man einen richtig guten Feind. Sie besitzen keine wahre Macht. Deshalb brauche ich dich. Lasst sie ja nicht entwischen, diese böse Hexe. Ich habe keine Angst. Der Zauberer sollte Angst vor mir haben. Okay. Was denkst du, wie lange sitzen wir hier fest? Ich rede nicht mit dir. Weißt du was? Wir sind sowas von erledigt. Ich dachte, du redest nicht mit mir. Ihr zwei, mitkommen. Meldet euch bei der Abfallentsorgung. Hey Jungs, ich bin B-127. Ich tüfte noch an Spitznamen rum und am meisten fühle ich gerade Badassatron. Nur halt cool ausgesprochen. Badassatron. Wir nennen dich einfach B. Ich weiß, wir sind nur einfache Arbeiterbots, die sich nicht mal transformieren können. Willst du nicht sehen, was da draußen ist? Es gibt einen Grund, warum keiner an die Oberfläche geht. Es ist gefährlich. Was sollen wir mit Jetpacks? Wenn wir das überleben, dann bringe ich dich um. Okay, Bedingung akzeptiert. Oh, die Oberfläche. Es ist wunderschön hier. Ihr habt euch als würdig erwiesen. Nehmt die und entfesselt euer volles Potenzial. Los, zeigen wir ihnen, dass mehr in uns steckt, als man denkt. Wir können uns jetzt transformieren. Auf drei, eins. Es funktioniert! Wo ist mein Kopf? Muss ich auf irgendeinen Knopf drücken? Wo sind die Räder? Ich brauch Räder! Leute, das ist nicht gut. Wir haben diese Macht aus einem Grund. Nutzen wir sie. Wir stehen hier vereint. Und sind eins. Wow! Ich hab ne Kampfmaske! Die kam einfach als dieser Typ hier! Messerhände? Ich hab Messerhände! Ja, das seh ich! Wie? Das sind nicht die Bösen. Wieso hast du die Tür zersäbelt? Was? Nein, die war schon vorher so. Stimmt's? Ja, das stimmt. Ja, die war schon so. Diese Geschichte beginnt weit hinter den Bergen und den Schatten. Auf der anderen Seite des Lichts. Löwe wurde geboren ohne einen Tropfen blauen Blutes in seinen Adern. Ein Löwe, der unser Leben auf ewig verändern sollte. Mufasa.
Bild. Das Schicksal erwartet dich. Sieht ein Sturm auf. Schlimme Dinge werden passieren. Wir werden auf die Probe gestellt. Aber wir beide kriegen das hin. Tonight, tonight. Jungs, wenn ihr das seht, bin ich vermutlich tot. Wer immer den Auftrag gegeben hat, mich zu töten, ist aus unserem Revier. Und ihr seid als nächstes dran. Ihr solltet vorsichtig sein. Deine Leute wollen deinen Tod. Die wollen uns was anhängen. Kein Backup, nur wir. Wir haben zwei Verdächtige, Laurie und Burnett. Du hast den verdammten Van in Brand gesetzt. Jetzt bleib mal schön locker. Das Feuer ist nur auf der Außenseite. Oh, jetzt ist es ausreden. Ihr seid echt ein paar beschissene Flüchtige. Setzen Kopfgeld aus, dann jagen sie nicht nur die Cops, auch die Kartelle und jede Gang in der Stadt. Kopfgeld gilt für tot oder lebendig. Also ich übernehme die drei vorne und du die sechs, die übrig sind. Ein Teufel wirst du tun. Ah, bist du getroffen? Nein, schwarze Jellybean, die schmeckt einfach eklig. Diese korrupten Cops haben unsere Familien angegriffen. Heute verlieren wir nicht. Ich brauch was Mieses, Mike. Oh! Wow! Shitty, shitty, bang, bang, miese Wichser. Weicher Alligator, ich muss dich tadeln. Siehst du, Mike? So redet man mit dem Universum. Das Ding ist ein rassistisches Miststück. Dieses Miststück ist rassistisch. Vierundvierzigste zwischen 9. und 10. Ist schön, dass sie nicht am Handy hängen. Sie leben hier, oder? Raten Sie das einfach blind drauf los? Sie sind ganz selbstverständlich eingestiegen, haben eine Kreuzung angegeben. Sie achten nicht auf das Taxameter, weil Sie wissen, dass JFK eine Pauschale ist. Beeindruckend. Oh, das sieht nicht gut aus. Davon ist wohl ein kleiner Unfall passiert. Tut mir leid, Süße. Naja, ich habe ja eine Pauschale. Haben Sie einen Freund oder eine Freundin oder so? Will ich eigentlich nicht sagen. Verstehe schon. Was verstehen Sie? Klare Sache, er ist verheiratet. Soll das ein Witz sein? Ich fasse manchmal dummes Zeug, das ist mein Problem. Ich provoziere einfach verdammt gern. Sie Ihre Frau kennengelernt? Sie hat mir ins Taxi gekotzt. Stilvoll. Ja. Sie war wie ein Sommertag, wissen Sie. Fehlt sie Ihnen? Menschen sind Menschen. Und Menschen werden einsam. Warum ist egal. Menschen brauchen einfach irgendwen, an den sie sich anlehnen können. Was noch? Was haben Sie mir noch nicht erzählt? Ladies and Gentlemen, einen großen Applaus bitte für Lady Raven. Beeil dich, komm, komm! Halt, 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 halt! Ich muss mir den Schuh zumachen. Jetzt keine Dad-Jokes, das ist ernst. Komm schon! Tut mir leid. Tut mir leid! Bin drin! Wir sind drin! Lady Raven! Die Plätze sind mega. Danke, Dad. Danke, das ist...
der beste Tag meines Lebens. Hey, ich muss mal aufs Klo. Kann ich dich kurz allein lassen? Ich komm klar. Ja, alles klar. Hey. Psst. Cooper, Jamie. Hast du an die Polizeiwagen draußen? Nur die Kameras überall, Jamie. Ich darf dazu nichts sagen. Ist irgendwas los? Verpfeifen Sie mich nicht. Mach ich nicht. Kennen Sie den Butcher? Diesen irren Spinner, der rumrennt und aus den Leuten Hackfleisch macht. Das FBI geht wohl davon aus, dass er heute hier sein wird. Also haben sie ihm eine Falle gestellt. Das ganze Konzert ist eine Falle. Sie überwachen alle Ausgänge und überprüfen jeden, der raus will. Es gibt keine Möglichkeit, rauszukommen. Entschuldige, Schatz, was hast du gesagt? Ihre Tochter wird diesen Tag nie vergessen. Ganz schön abgefahren, hä? Atme tief ein. Lass alle Anspannung los. Es ist so schön, dich wiederzusehen. Und dann sind die fantastischen fünf wieder vereint. Wir sind hier im Urlaub, kapiert? Dieser Urlaub ist meine Hochzeit. Und wo soll's hingehen? Das hier soll ein Abenteuer werden. Wie hast du diese Insel überhaupt gefunden? Wen hast du flachgelegt? Sie ist perfekt. Heißt mir Baby. Ruth? Ganz ruhig. Es war ein Heim. Ich kriege kein Netz. Pass auf. Stopp das Boot. Nein. Ich kann nicht schwimmen. Wir müssen nur durchhalten. Wir kriegen das hin, oder? Hey! Atme tief ein. Das war's mit dem Handy. Es tut mir alles so furchtbar leid. Spüre den Boden unter deinen Füßen. Irgendwer muss Hilfe holen. Ich weiß nicht, wie lange ich noch durchhalte. Nimm jede Form von Angst wahr. Du atmest aus. Lass alle Anspannung los. Du hast Hunger, was? Komm her, du Mistvieh. Atme. Tief ein. Atme. Hörst du deine innere Stimme, die dir immer wieder sagt, ich bin sicher. Bleiben in Bewegung, bleiben locker, bleiben lässig. Ja. Der Kontrolleur wird durchgehen wegen der Tickets. Wir sagen, wir sind unterwegs zur Toilette. Zur Toilette. Er geht bis zum Zugende und dann wieder nach vorne auf der Suche nach Schwarzfahrern. Sehen wir die Schwarzfahrer? Ja. Bis er wieder vorne ist, ist der Zug schon am Bahnhof und wir haben es geschafft. Das ist doch bescheuert. Die Tickets kosten vielleicht um die $12. Ist eine Prinzipsache. Wir sollten in Polen umsonst fahren dürfen. Das ist unser Land. Denn es war mal unser Land. Sie haben uns rausgeschmissen, weil sie uns für minderwertig hielten. Scheiße.
Miles, was machst du? Tut mir leid. Scheiße, du bist ganz rot. Ja klar, weil du mir voll eine verpasst hast. Karak, du hast die Verbindung zu deinem Tier verloren. Das kann passieren, wenn man so lange in Menschengestalt lebt. Schließ die Augen. Sie sind nicht wirklich geschlossen. Sie blicken in dein Inneres. Du kannst sehen, wie du ein Puma bist. Hörst du? Sie rufen dich. Soll mir was Schwarzes anziehen. Und ist das legal, was wir da vorhaben? Was legal ist und was illegal ist, derzeit sowieso eher von der Seite des Betrachters abhängig. Das ist unser seit gestern ehemaliges Geld. Wir dürfen das. Das ist Klopapier. Ich dachte mir, wie viel ist denn das? Das sind ein paar Millionen. Guten Tag, Herr Jaritzer. Ich möchte Ihnen nur etwas ganz Interessantes zeigen. Wir haben leider nur einen Haufen Ostgeld. Tut mir wirklich leid. Ja, 1:7 nehme ich auf euer Geld. Man kann ja noch bis Freitag einzahlen. Also noch 3 Tage. Also wir reden über Geld, was du gefunden hast und was dem Staat gehört. Und weil es dem Staat gehört und wir eine Volkswirtschaft sind, gehört es dem Volk. Und da wir das Volk sind, gehört es quasi uns. Jeder von euch kriegt jetzt Geld und kauft damit so viel er kann, bis die Bessler nicht mehr kommen. Wir zocken bis auf die letzte Minute. Hey Leute, wir wollen das doch hier zusammen machen. Wem gehört denn jetzt das Geld? Wem gehören die Sachen? Also, wir haben uns was überlegt. Wir kaufen unseren VEB. 200er? Die gibt's doch gar nicht. Nie ausgegeben. Die sind gedruckt worden, damit wir liquide sind, wenn wir die BRD übernehmen. Einige Jahre wurden wir beschissen. Aber das hast du immer schon gewusst. Ja, aber gehofft habe ich es anders. 200er gibt's doch gar nicht. Scheiße. Falls ihr jemanden findet, der hier mit Farbdosen rumkleckt. Das ist Zerstörung staatlichen Eigentums. Wie ist das sozialistischen Volkseigentum? Nein, jetzt ist staatlich, glaube ich. Wir sind keine Verbrecher. Wir wollen nur ein bisschen Gerechtigkeit. Jetzt haben wir den Sozialismus ruiniert und jetzt ist der Kapitalismus dran. Kapitalismus hat uns. Ja. Man könnte es auch freie Marktwirtschaft nennen. Ist aber das Gleiche. Das stimmt. Und ihr, wie lange seid ihr jetzt schon zusammen? Wie lange ist das jetzt her? Wie lange sind wir jetzt? Wir sind geschieden. Milan hat diesmal eine Grenze übertreten mit einer Zeichnung, die er an eine Mitschülerin gerichtet hat. Ja, das, Milan ist ein glückliches Scheidungskind. Machen Sie sich da mal bitte keine Sorgen. Es gibt eine Lücke in Ihrem Erziehungssystem. Es gibt keine Lücke. Und in der Lücke macht Ihr Sohn, was er will. Das Problem können wir nur gemeinsam lösen. Du, ich und Papa, wir fahren zusammen in Sommerurlaub. Ja. Klare Kommunikation ist das Wichtigste. Sie machen alles schön getrennt. Mit wem gehe ich jetzt mit? Vermeiden Sie Missverständnisse. Hallo, er kann doch schwimmen! Er kann doch schwimmen. Es kann sein, dass Ihre unterschiedlichen Erziehungsstile das Kind verwirren. Das finde ich nicht gut. Ich misch mich nie ein. Super, dann können wir doch die Erziehung ganz den Geräten überlassen. Du machst natürlich alles richtig, ne? Du hast keinen einzigen Erziehungsratgeber gelesen. Weil da Müll drin steht. Jedes Kind ist hochbegabt. Was für ein Schwachsinn. Weißt du, wie viele dumme Kinder ich kenne? Ich heiße Mila. Sind deine Eltern auch getrennt? Aufregend. Erste Liebe. Wie habt ihr beide euch eigentlich kennengelernt? Ich bin Personal Trainer in einem eher noblen Schuppen in München. Und dann hast du ihr einen Proteinshake ausgegeben. Ich will nicht, dass Milan irgendwann sagt, ihr wart schlechte Eltern. Das ist ein Scheißurlaub. Was für ein schöner Morgen, oder? Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr noch länger bleiben würdet. Ah, da kam jetzt ein bisschen Spucke dran.
Wir schließen die Lücke. Ich bin dann irgendwann zum Arzt. Der war so eine Art Kopfarzt. Neurologe meinst du? Nein. Ich glaube wirklich nur Köpfe. Das ist mein Mann, Ben. Patrick Feldes, meine Frau Kira. Das ist Agnes. Ant hat Probleme, sich zu verständigen. Er ist ein bisschen unsicher. Der Vesper. Ja, oder? Drehen Sie doch eine Runde. Können wir? Ich rufe die Spaßpolizei nicht, wenn Sie es nicht tun. Na gut. Bevor ich meine Praxis aufgegeben habe, was machst du? Ich bin Arzt. Ihr müsst uns mal besuchen kommen. Ja, das wäre toll. Ja? Ja. Deal. Es ist so ruhig hier. Haben die überhaupt Nachbarn? Hey! Ihr habt es geschafft. Willkommen, willkommen. Tada! Ihr seid unsere VIP-Gäste. Zur Erinnerung, ich bin Vegetarierin. Unser Geschenk an dich. Das ist... ich... Louise, ärztliche Anordnung. Sehr lecker. Ja. Wir müssen uns nur eingewöhnen und ich verspreche euch, es wird ein tolles Wochenende. Wie lange sind wir zusammen? 17 Jahre. 17 Jahre. Wow. Man kriegt weniger für Mord. Irgendwas stimmt nicht mit ihm. Er hat eine Krankheit, die es ihm schwer macht zu kommunizieren. Manchmal kann man gewisse Dinge denken, aber es ist nicht okay, sie auszusprechen. Oh nein. Gott sei Dank haben wir einen Arzt im Haus. Ich bin kein Arzt. Was? Aber hast du nicht gesagt, du wärst Arzt? Sagte ich das? Ja. Sieh dir ihre Gesichter an. Natürlich bin ich verdammt nochmal Arzt. Oh. Agnes, wollt ihr uns nicht den Tanz vorführen, den ihr eingeübt habt? Ant, was stimmt nicht mit dir? Spür den Rhythmus einfach in deinen Beinen. 1, 2, 3, 4, jetzt aber. Nein! Eddie! Was stimmt nicht mit dir? Ich will, dass ihr alles ins Auto packen und auf der Stelle fahren. Wir sind nur traurig, dass ihr fahrt. Wir gehen da jetzt einfach raus und tun, als wäre alles normal. Wir tun so, als wäre alles normal, seit wir angekommen sind. Dad? Wisst ihr noch, als ihr uns mal besucht habt? Und ihr euch davon stehlen wolltet, weil euch die Sicherungen durchgebrannt sind? Charlotte! Hallo, meine Kleine. Wir nennen dich Sting. Was ist denn hier passiert? Ratten. Darf ich sie sehen? Gibt Spinnen, die innerhalb von Stunden ihre Größe verdoppeln? Da ist das Geräusch. Komm her, Sting. Hast du irgendwas gegen Türen? Jetzt bringen wir das zusammen in Ordnung. Light, light, and light.
Hallo? Sky! Was? Nein, nein! Lass mich in Ruhe! Was? Was ist das? Lass mich in Ruhe! Lewis? Irgendwas Verrücktes passiert mit mir. Ich sehe überall dieses Gesicht. Du hast einen Tod mit angesehen. Jetzt klammert es sich an dich. Das ist ein cooles Shirt, was du da anhast. Soll ich drauf unterschreiben? Also, Maxine. Dein Agent hat uns gesagt, dass du ein ziemlich bekannter Name in der Erwachsenenfilm- und Unterhaltungsbranche bist. Ich bin neugierig. Wolltest du schon immer in dieser Richtung arbeiten? Ich wollte schon immer berühmt sein. Falls du den Text ablesen musst, den wir dir gegeben haben, kein Problem. Ich kann den Text. Sie dreht sich zur Kamera und spricht durch ihr Trauma direkt in die Linse. Sind fünf Promis, die ihre Karriere mit Horrorfilmen begonnen haben. Jamie Lee Curtis, John Travolta, Demi Moore, Brooke Shields und... Maxine fucking Mix. Ich bin nicht gern draußen, wenn dieser verdammte Nightstalker frei rumläuft. Der Nightstalker? 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 Terrorisiert Los Angeles. Ich kann auf mich selbst aufpassen. Das sagt jedes tote Mädchen in Hollywood. Ich bin Privatdetektiv und soll dich finden. Mein Auftraggeber ist ein sehr mächtiger Mann. Die Vergangenheit hat noch nicht mit dir abgeschlossen. Sie wird immer wieder an deine Tür klopfen. Ein weiteres tragisches Opfer des Nightstalkers. Würde ich drei Menschen kennen, die in den letzten drei Tagen ermordet wurden, hätte ich ziemlich Angst. Was verheimlichst du, Maxine? Wenn ich Ihnen etwas sage, gilt dann die Schweigepflicht. Was hast du getan? Das ist die entscheidende Rolle deiner Karriere. Was immer in deinem Leben vor sich geht, das diesem Film in die Quere kommt, beseitige es. Das werde ich tun. Maxine! Du bist ein verdammter Filmstar. Also, es sind alle tot. Aber fangen wir doch von vorne an. Dann legen wir mal los. Jess, Frieda, das ist Cody, mein Freund aus Kindertagen. Das ist Vic, meine linke und rechte Hand. Perfekt. Tom? Hi! Okay, wer war das? Das ist Frieda, Sarah, Frieda. Hübsche Nägel. Danke. Hier unser Hauswunderknabe. Heather, Camilla. Hey, alles klar, Mann? Keine Ahnung, wer der Typ ist. Wir verbringen ein paar Tage auf meiner Insel. Kommt ihr mit? Ist das verrückt? Sind wir gerade mit lauter Fremden auf die Insel von einem Milliardär gejettet? Er ist kein Fremder. Er ist Slater King. Und jetzt alle zusammen! Making Memories! Making Memories! Geht's euch gut? So gut wie noch nie. Wir trinken Champagner. Wir essen die tollsten Sachen. Was denkst du, kommt das Menschenopfer vor oder nach dem Essen? Die legendären Partys von Slater King hatte ich mir irgendwie anders vorgestellt. Wir haben immer noch Spaß, nur ein bisschen anders. Wie meinst du das? Handys bitte! Jetzt im Ernst? Ihr werdet hier zu nichts gezwungen, was ihr nicht wollt.
Ich bin total gern hier. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, ich bin es nicht. Wo ist mein Messer? Wer hat mein Messer? Oh, dein Auge. Was? Oh ja, voll krass, ne? Hier läuft irgendwas ganz Schräges. Alle grinsen und lachen, so wie die Stewardessen aus den 60ern. So, na, alles gut? Oh ja, alles bestens. Spürst du das nicht? Irgendwas stimmt hier nicht. Wo ist Jess? Wer ist Jess? Meine Freundin, die aus dem Zimmer neben mir. Wach auf! Ich habe das Gefühl, dass wir ganz viel vergessen. Okay, und wie jetzt? Genau. Irgendwas lässt uns vergessen. Super! Wir müssen rausfinden, was hier wirklich los ist. Zwei Blinzler, wenn ich in Gefahr bin. Oder auch nicht, darauf müssen wir jetzt nicht antworten, ja? Es war einmal eine Mutter mit ihren beiden Söhnen. Solange sie mit ihrem Zuhause verbunden sind, kann ihnen nichts zustoßen. Ich weiß, das Leben ist schwer für euch Jungs, seit die Welt untergegangen ist. Hör auf, den Hund zu füttern. Wir sind nicht die Einzigen, die Hunger haben. Das Böse da draußen ist schlau. Es genügt eine einzige Berührung ohne das Seil. Lass niemals los. Lass niemals los. Sam! Ist dir irgendwas aufgefallen, nachdem dein Seil gerissen ist? Warum fragst du mich das? Mama hat uns nie angelogen. Er will, dass ihr an mir zweifelt. Vielleicht sind wir da draußen doch sicher. Hilfe! Das Böse will, dass ihr das denkt. Dieses Seil wird euer Leben retten. Lass niemals los. Sag es. Lass niemals los. Existiert die Welt da draußen noch? Unsere Welt ist hier. Was machst du heute noch? Ich gehe mit Ben was essen. Lucy, der ist total in dich verliebt. Hör auf, ihn auf die Folter zu spannen. Du musst mit ihm vögeln. Oh. Oh! Ich geh dann mal. Wieso? Weil es dich gerade, als ich mich dir nähern wollte, vom Bett geschmissen hat, Lucy. Du lässt dich von niemandem verkuppeln, du gehst nicht auf Dates. Mit wie vielen hast du geschlafen? Hast aufgehört mitzuzählen? Nein. Och, ich wäre so gern wie du. Wir haben die gleiche Frisur, ich bin auf einem guten Weg. Du kannst dich nicht auf was einlassen, weil du Angst hast, abgewiesen zu werden. Es wird alles gut werden, okay? Mir geht's gut. Lucy. Gut. Ich weiß gar nicht, was mich glücklich macht. Ich bin 32 Jahre alt. Ich hätte mir längst darüber klar werden sollen. Baby, it's alright now. Was treibst du? Oh, ich hab bloß was gegoogelt. Das war komplett random. Wieso hast du denn nichts gesagt? Hättest du gedacht, dass ich es bin? Du wolltest einen Volvo in der Highschool. Ist so. Volvo sind mit die sichersten Fahrzeuge. Ja, ja. Ich bin andauernd nervös und ich habe Angst vor allem. Hi. Lust mit mir zu tanzen? Ich habe noch mein Getränk. Das werde ich trinken. Also, okay. Oh mein Gott. Du wirst daten müssen, wie alle anderen auch. Hi, ich bin Jane.
Freut mich, Jane. Brittany ist unsere neue Masseurin. Sie ist wirklich flirty. Du solltest die küssen. Es ist nie eine gute Idee, mit seinen Kolleginnen rumzumachen. Liest sie denn keine Zeitung? Vielleicht ist es mir nicht bestimmt, glücklich zu sein. Es gibt kein Zeitlimit, sich dessen klar zu werden. Wann treffen wir uns endlich mal? Oh mein Gott! Es kann beängstigend sein, neue Dinge auszuprobieren. Du probierst 20 Eiscremesorten, bevor du dich für eine entscheidest. Eiscreme ist was anderes als eine Vagina. Das kannst du nicht wissen. Woher auch? Doch, das weiß ich, denn ansonsten würde es Vagin-Eiscreme heißen. Hab ich sie noch alle? In einem früheren Leben wart ihr zwei definitiv Schwestern. Dann hat eine die andere verraten und sie verbrennen lassen, weil sie eine Hexe war. Das würde ihr total ähnlich sehen. Die Menschen vergessen immer mehr zu lesen. Dabei sind zwischen den Buchdeckeln Menschen und ihre Geschichten. Jeden Tag erfüllt Karl seine Leidenschaft, Menschen ihre Bücher zu überreichen. Egal ob Mr. Darcy, Effi Briest oder Frau Langstrumpf, alle schätzen seine Besuche. Doch ohne es zu wissen, fehlte etwas in seinem Leben. Ich bin Sascha. Du bist der Buchspazierer. Wenn du mich kennst, weißt du sicher auch, dass ich immer alleine gehe. Gut, ich gehe alleine neben dir. Warum sagen ja nicht deine Eltern dazu? Meine Mama würde es erlauben. Mr. Darcy, ihm bringe ich jeden Tag ein Buch. Was soll das Kind? Es begleitet mich. Menschen, die gerne lesen, haben meinen Namen aus einem Roman verdient. Himbeere. Danke, Frau Langstrumpf. Zitrone. Bringst die falschen Bücher, Buchspazierer. Geht der in deine Klasse? Nein, der geht durch die Stadt. Hast du schon einen Namen für mich gefunden? Und doch jemanden wie dich gibt es nicht. Nicht in allen Büchern der Welt. Mama, der hat es genauso gemacht wie du. Warst du schon immer der Buchspazierer? Nein, früher. Das ist lange vorbei. Mir fällt heute die schwere Aufgabe zu, Ihnen zu kommunizieren, dass wir Sie von Ihren Verpflichtungen entbinden werden. Es tut mir leid. Es gibt keinen Buchspazierer mehr. Geh nach Hause. Aber wir... Geh nach Hause! Du vergisst jetzt mal diesen ganzen Bücherquatsch. Wir sollen ihr Leben leben. Möglicherweise gehören Sie ja zu Ihrem Leben dazu. Du musst ein Buch über uns schreiben. Sind Sie heute mit Ihrer Enkelin? Nein, ich helfe ihm nur. Es heißt ja, man soll alten Leuten helfen. Ich gehe heute noch aus. Versuch nicht zu sterben. Versuch nicht zu sterben. Versuch nicht zu sterben. Sieh an, wer da sprechen kann. Nicht so an. Manchmal mache ich sowas eben. Das Auto. Du hast 5 Sekunden, bevor die Tür verschlossen wird. 5, 4, 3, 2. Was ist hier los? Was ist das für ein Ort? Ich will dich nicht ängstigen, aber wir haben nicht viel Zeit. Es ist nicht klug, sie warten zu lassen. Sie werden an jemand Neuem sehr interessiert sein. Von der anderen Seite ist es durchsichtig. Sie kommen jede Nacht. Und sie beobachten uns. Was ist das? Was machen die da? Applaus. Für dich, Mina. Wie lange bist du schon hier? Ich weiß es nicht. Und du hast noch nie einen gesehen. Niemand sieht sie und überlebt. Sie sind nicht ohne Grund in unsere Welt gekommen. Ich sollte nicht hier sein. Und ich bleibe auch nicht hier. Sie erlauben uns zu leben, weil wir ihre Regeln befolgen. Aber du hast zu viele gebrochen. Was hast du gesehen? No! Sie kommen rein. Versuch nicht zu sterben.
habe mich selbst gesehen. Da draußen ist jemand. Bitte öffne die Tür. John? Mein Mann ist da draußen. Das ist ein Trick. Oh mein Gott. Macht es Angst, Agentin beim FBI zu sein? Ja. Ich sah aus dem Meer ein Tier aufsteigen, das 10 Hörner und 7 Köpfe hatte. Und auf seinen Hörnern 10 Diademe. Und auf seinen Köpfen Namen der Lästerung. Was verschweigen Sie mir? Er wird wieder und wieder töten. Ich weiß, du hast keine Angst vor ein bisschen Dunkelheit. Denn du bist die Dunkelheit. Sprichst du noch deine Gebete? Nein, mach ich nicht. Sie machen mir Angst. Hallo? Du hättest lieb zu mir sein können. Warst du aber nicht. Und genau das hat jetzt zu all dem geführt. Ich werde warten. Nimmst du die Ehre? Nein, mach du das. Ich will das von hier aus erleben. Ich hatte gehofft, dass du das sagst. Okay. Oh mein Gott. Das ist mein Bruder Ryan. Der erste offizielle Kunde? Du musst schon was kaufen, um als Kunde zu gelten. Momentan lungerst du nur rum. Wir haben alle eine Vorstellung davon, was Liebe sein kann. Ich will dich wiedersehen. Du siehst mich jetzt? Du weißt, was ich meine. Diese besondere Verbindung, die man spürt. Beim ersten Kuss. Hey, was hast du? Und 15 Sekunden. Mehr braucht es nicht. Um alles komplett zu verändern. Es tut mir so leid. We gather stones, never knowing what they'll mean. Atlas. Lily Bloom. Ist schon eine Weile her. Ja. Was machst du in Boston? Ich habe meinen Blumenladen eröffnet. Ich denke immer noch an den Tag, als ich dich am Fenster sah. Ja, wir waren damals noch sehr jung. Ist das dein Freund? Ja, das ist Ryle. Even on my worst day, was ist passiert? Du bist gestolpert. Liebst du ihn immer noch? Ich liebe dich. Das war nicht meine Frage. Wenn du eines Tages eine Tochter hättest, was würdest du ihr sagen? Wenn sie dir erzählt, dass der Mann, den sie liebt, ihr wehtut, was würdest du ihr sagen? Nichts davon ist deine Schuld. So schwer die Entscheidung auch fällt. Entweder durchbrechen wir dieses Muster. Oder das Muster bricht uns. Guten Tag. Seien Sie gegrüßt. Es folgt eine wichtige Ankündigung. Seine Majestät, der König, hat seine Abdankung angekündigt. Tashi, ich brauche ein paar Gewehre. Die Dinge müssen wieder in Ordnung kommen. Wir kommen von der Nationalen Wahlbehörde, um euch genau zu erklären, wie der Wahlprozess funktioniert. Die ganze Welt beobachtet uns und es kann nicht sein, dass wir nur 10% für die Wahl registrieren konnten. Wer ist der Mann? Alle nennen ihn 007. 007, ja. Mr. Ron sammelt Gewehre und andere Waffen. We've been searching for this all over the world for the last 30 years.
Warte, läuft da drüben etwa ein Mönch mit einem Gewehr? Was wollt ihr mit dem Ding da? Das hat mein Lama sich gewünscht. Und wozu braucht er das? Der Lama hat leider am Tag des Vollmonds keine Zeit. An dem Tag hat er nämlich was sehr Großes geplant. Schon mal davon gehört? Wie, wovon gehört? Von der Wahl. We live in strange times. Warum bringen Sie uns bei, so unhöflich zu sein? So sind wir nicht. Die Demokratie ist die Krönung des Bruttonationalglücks. Irgendwie müssen wir es schaffen, mit dem Rest der Welt Schritt zu halten. Ja, aber wir sind doch bereits glücklich und zufrieden, Madame. Ich weiß über die modernen Lebensweisen leider nicht besonders viel. Ich weiß nicht, ob sie gut oder ob sie schlecht für uns sind. Ich weiß nur, dass sie für viel Streit und Feindschaft sorgen. Was ist vorgefallen? Das war kein Unfall. Sie haben sich nacheinander getötet. Und da ist noch was. Aufopferung ist Erlösung. Diese Begriffe Aufopferung und Erlösung klingen für mich stark nach Sekte. Mercy! Ich hab dich so vermisst. Welches Kapitel schreibst du gerade? Das ist interessant. Selbst dich würde es interessieren. Ich versuche gerade, den theoretischen Teil meines Lebens hinter mir zu lassen. BFV ist gespannt auf deine Einschätzung. Vermutlich wollen alle hören, dass es eine einmalige Sache war. Da draußen lauern zwielichtige Typen und warten nur darauf, jemanden zu ködern. Nicht mit Fremden reden. Was ist der Köder? Du solltest mal mitkommen. Wir brauchen Leute wie dich. Es geht um einfache Antworten auf große Fragen. Ich möchte dir Hinner vorstellen. Martin hat mir schon viel über ihre Gruppe erzählt. Oh, du bist Messi. Herzlich willkommen hier bei uns. Ich sehe dich. Ich spüre deinen Schmerz. Ist was passiert? Mein Vater hat mich angelogen. Löse dich aus dieser Verstrickung mit deinen Eltern. Je eher du aufhörst, dich auf sie zu verlassen, desto stärker wirst du sein. Wir reinigen uns für einen Neuanfang. Ich sehe dich. Ich spüre deinen Schmerz. Messi ist gestern Nacht nicht nach Hause gekommen. Ich spüre deinen Schmerz. Du bist etwas Besonderes. Ich spüre deinen Schmerz. Sieh dir das mal an. Wer ist das? Ich habe eine Spur. Reinigen. Neuanfang. Messi ist entführt worden. Sie haben keine Ahnung, wie Sie den Kontakt zu Ihrer Tochter wiederherstellen. Reinigen. Messi! Neuanfang. Wo ist sie? Ludwig Kalen, wir sind soweit. Das hier ist Hauptmann Kalen. Er ersucht um die Erlaubnis, die jütländische Heide urbar machen zu dürfen. Die Heide ist nicht urbar zu machen. Hier gibt's nur Heidekraut, Steine und Sand. Nichts kann dort wachsen. Ich kann die Heide bezwingen und eine Kolonie darauf gründen. Es ist unglaublich, was du hier machst. Ich kann's schon spüren, das Leben, das hier entsteht. Herr der Schinkel möchte dich heute Abend auf sein Gut einladen. Es ist mir eine Ehre. Du bist hier? Weil du auf meinem Land gebaut hast. Die Heide gehört dem König. Frederik, die Stirn zu bieten, haben es jetzt nur wenige gewagt. Sehen wir uns wieder? Ich wüsste nicht wie. Du hast noch nicht viele Gespräche mit Frauen gehabt, oder? Das hier war mein längstes Gespräch bis jetzt. Ich habe den Stempel des Königs. Ich darf hier sein. Hör auf, vom König zu reden, als ob du ihn kennst. Er weiß nicht mal von dir. Schinkel macht weiter, bis er gewinnt. Ich brauche dich. Es hat in Ludwig Kalens großen Plan zu passen, damit er seinen Adelstitel kriegt. Ich muss hier weg. Wir sterben nicht für dein verdammtes Heideprojekt. Du hältst dich von der Heide fern. Hast du verstanden? Sag, dass das mein Land ist. Dass es das schon immer war. Es ist Land des Königs. Danke für Ihr Vertrauen in Photo-Me. Danke für Ihr Vertrauen in mich. Bitte beachten Sie, dass Kopfbedeckungen nicht gestattet sind. Oh. Platzieren Sie Ihr Gesicht nun innerhalb des roten Kreises. Roter Kreis. Gut. Fotoaufnahmen in 3,
2, 1. Nein, halt! Liebe Tante Lucy, ich habe wichtige Neuigkeiten. Wir kommen dich besuchen. Die Browns kommen nach Peru. Macht euch bereit! Da kommt er! Oh, was für ein schöner... Kahn. Hola! Gut gebaut, stark, schön und das ist nur das Boot. Voila! Tante Lucy! Pennington! Wir sind da! Tante Lucy! Ich fürchte, sie ist zu einer Art Mission aufgebrochen. Tief in den Dschungel. Wir haben keine Ahnung, wo sie ist. Tante Lucy hat mich gefunden, als ich ein Kind war. Und jetzt muss ich sie finden. Aber der Amazonas ist ganz schön. Groß. Wir müssen es versuchen. Und ich habe Zuversicht, dass ihr überlebt. Das wird toll. Dann kann ich euch meine Heimat zeigen. Naja, wir wollten ja einen unvergesslichen Urlaub. Täusche ich mich oder wird es gerade leicht wackelig? Ich steuere offenbar das Boot! Aha. Willkommen in Peru. Na, schon gehört? Ich krieg mein magisches Tier. Schon gehört? Ich auch. Hey, du und ich, wir bekommen gleichzeitig unser magisches Tier. Wenn das kein Zeichen ist. Ein Zeichen? Wofür? Und als nächstes proben wir nochmal halt, das ist unser Wald. Ihr wisst, wie wichtig mir das Thema ist. Denkt an alle Tiere, die ihr zu Hause verlieren. Rehe, Hasen, Füchse, Pinguine. 1, 2, 3, 4. Das ist unser Wald. Was machen sie denn hier? Die wollen unseren ganzen Wald abholzen. Was? Also, was können wir tun? Was ist das denn? Das ist ein Stoffkarte. Aber bist du nicht ein bisschen alt, um mit sowas zu spielen? Das ist unser Wald und wir sind bereit, alles dafür zu tun, dass er bleibt. Schadensbericht. Um 0300 haben wir aufgrund eines Taifuns den Kontakt zu einigen Universal Dynamics Robotern verloren. Bergungschancen? Unwahrscheinlich. Kann ich helfen? Erkenne Aggression. Ich weiß, was dein Problem ist. Erlerne Sprache. Du musst lernen, wie es auf dieser Insel so läuft. Hallo! Gänseküken werden auf das geprägt, was sie als erstes sehen. Das wärst dann wohl du. Du bist jetzt seine Mutter. Dafür fehlt mir die Programmierung. Die hat keiner. Er muss schwimmen können und fliegen. Schwimmen ist wirklich babyleicht. Ich bring's ihm so bei wie meine Mutter mir. Schwimm! Er ist zu schwach. Seine Überlebenschance ist nicht so super toll. Ich werde ihn beschützen. Im Herbst muss er die Insel verlassen. Brightbill? Für ihn ist die Reise gefährlicher als für jeden anderen. Aber er hat eine Chance. Er hat vielleicht nicht die stärksten Flügel, aber ein mutiges Herz. Du warst schwer zu finden. Du bist defekt. Ich fühle mich gut.
Du solltest überhaupt nichts fühlen. Mom? Nein! Um zu überleben, müssen wir manchmal über unsere Programmierung hinauswachsen. Ich werde euch alle beschützen. Ich habe den Befehl, dich nach Hause zu bringen. Ich bin schon zu Hause. Und ich bin ein wilder Roboter. Wir bewachen hier eine der letzten endlosen Weiten. Diese Leute glauben, wenn sie nur zäh genug, klug genug und skrupellos genug sind, wird all das eines Tages ihnen gehören. Keine Armee dieser Welt kann diese Wagen aufhalten, so unerwünscht sie auch sein mögen. Gut, ich bleibe hier bei Dad. Nein, nein, nein! Ich versuche einfach bloß, so viele von uns wie möglich so weit zu bringen, wie ich kann. Ich möchte einfach heute Abend mit jemandem was trinken, der sich zu benehmen weiß. Du hast es noch nicht ganz begriffen, Mary. Der Mann, auf den ich getroffen bin, war drauf und dran, alle in diesem Haus umzubringen. Und eins kann ich dir sagen, er hatte keine Gnade in seinen Augen. Atme, Liebes. Du musst atmen. Was ihr aufbaut, werden sie niederbrennen. Schon mal benutzt das Ding? Ist bisher nicht notwendig gewesen. Da scheinen wir einen richtigen Draufgänger unter uns zu haben. Haben Sie in letzter Zeit mit Ihrem Vater gesprochen? Warum? Rufen Sie uns an. Hey. Und wo kommst du her? Oklahoma. Ich war noch nie woanders als hier. Was treibst du mit dem starken Mädchen? Wir sind hauptsächlich ein Haufen Verrückter. Was geht ab, Leute? Das ist Jackie. Hi. Sie braucht einen Job und hat gesagt, sie macht alles. Magst du Waffen? Nicht wirklich. Was zur Hölle machst du denn hier? Das knallt ein bisschen mehr als ein Faustschlag, oder? Verdammt, ja. Ruf mich an, wenn's erledigt ist. Was ist das für ein Ort? Das verstehst du nicht. Steig wieder ein. Sie haben die Leiche gefunden. Sieht aus, als hättest du alle Hände voll zu tun. Das wirst du bereuen. Wir müssen nur zurückschlagen. Ich sag denen alles, was du je getan hast. FBI, machen Sie auf. Prost du mir? Yep. Das war wirklich dumm, Süße. Oh.
verlieb dich nie, okay? Manchmal spürt man eine Erschütterung in Orkney. Ein tiefes Grollen. Es erfasst die gesamte Insel und jede Faser deines Körpers. Obwohl sie auf ganz unterschiedliche Arten zusammenfallen, kann jede Welle nur eine bestimmte Höhe halten, bevor sie schließlich zerbricht. Rosa! Es tut mir leid. Ich kann mir das nicht mehr anhören. Ich wünschte, du wärst ein völlig anderer Mensch. Der Drang zu trinken kann aus dem Nichts kommen. Du denkst, es geht dir gut. Plötzlich willst du nichts sehnlicher als einen Drink. Wie ist London so im Vergleich zu Papi? Da ist ein bisschen mehr los, schätze ich. Wie lange willst du noch hierbleiben? Ich habe schon ein Leben, in das muss ich zurück. Wie geht's Mom? Sie hat gesagt, sie wird mich in ihre Gebete einschließen. Ich habe Angst. Ich vermisse es. Ich vermisse, wie gut ich mich dadurch fühle. Sag mal, wie lange bist du schon trocken? 63 Tage. Einfach wird es nie. Es wird nur weniger schwer. Mein Körper ist ein Kontinent. Mein Atem schiebt die Wolken über den Horizont. Und die Wellen rollen im Takt meines klopfenden Herzens ans Ufer. Wenn jemand zum ersten Mal kommt, seien deine einzigen Fragen an ihn. Hast du Hunger? Bist du müde? Möchtest du dich waschen? Tritt ein, du bist willkommen. Meine Freunde, glaubt mir, ich verstehe eure Lage. Ich war an eurer Seite, an der Front und in der Resistance gegen die Besatzer. Wir kämpfen gegen die Niedertracht. Gegen die Diktatur. Sie machen das gut, aber wenn sie aufgeflogen sind, werden sie niemanden mehr retten. Ich werde ihnen helfen. Vielen Dank, Schwester. Sie brauchen eine neue Identität. AB Pierre, ist das gut? Ja, bitte, AB Pierre. Auch auf der Bank der Nationalversammlung war ich an eurer Seite. Die Unglücklichen leiden und sie schauen auf uns. Und sie tun nichts. Von einem einzelnen Großbürgersohn. Lassen wir uns hier nicht belehren. Ich war an eurer Seite auf den Straßen. In der Kälte. Wir sind in Not. Eine Frau ist gerade erfroren. Heute Nacht auf einem Gehweg, mitten in Paris. In der Hand hielt sie das Schreiben, mit dem man sie aus der Wohnung geworfen hat. Man hat mich die Stimme derer, die keine Stimme haben, genannt. Mich gefeiert und beklatscht. Man hat mich bekämpft. Man hat mich verraten. 1 Milliarde für Notunterkünfte. Ist das immer noch zu viel? Für Sie und Ihre Parteifreunde? Ich habe gezweifelt. Sie verbringen zu viel Zeit mit den Medien. Die Leute sehen kaum noch die Nächstenliebe, die Wohltätigkeit. Ich war verzweifelt. Die Maus ist am Ende. Es ist an uns, jetzt Ihnen beizustehen. Ich habe so viel falsch gemacht. Mich so oft geirrt. Hat man mir auch zugehört? Man muss sich das mal vorstellen. All das hier haben wir erschaffen. Sie kann sehr vieles. Sie kann lesen, sie kann sogar schreiben. Haben Sie das Geld? Glaubst du wirklich, er wird's verstehen? Ich kenne ihn nur flüchtig. Ich muss Ihnen etwas sagen. Ich will kein Leben führen ohne Kinder. Ein bisschen früh, oder? Das muss etwas Erfüllendes sein. Jemand, der einen einfach so liebt. Ohne Bedingungen. Vater! Geh noch nicht fort, bitte. Du musst dein Leben als Ehefrau leben. Ich will sie sehen. Mein Vater hat alles probiert, als ich klein war. Sind Sie so geboren?
Sie haben mich belogen. Das ist abscheulich. Abscheulich? Ist das deine Mitgift? Und der Rest? Ich brauche noch ein bisschen Zeit. Zeit? Es bleibt keine Zeit. Ich hatte gehofft, dass Sie anders wären. Ich habe gehofft, Sie wären nicht anders. Letztes Mal haben Sie mich gefragt, was eine echte Jahrmarktsattraktion wäre. Eine bärtige Frau wäre eine. Ich müsste meinen nur wachsen lassen. Was ist denn Sie gefahren? Wie wollen Sie Ihre Schulden loswerden? Machen Sie das nicht. Die werden Sie demütigen. Sie sind hübsch, Rosalie. Sie wollen ein Kind, kein Ehemann. Hat sie Eier unter ihrem Fell? Sie spazieren bei mir herum! Darum habe ich Sie gebeten! Diese kleine Komödie macht ihm wohl Spaß. Das ist nämlich keine Frau.